Hi Folks, herzlich willkommen zum Nerdblock November Unboxing hier auf dem Kanal mit mir, mit eurem Bernie81. Ich habe hier meine Nerdblock Box bekommen und zwar eine absolut schwere Box. Das ist wahrscheinlich die schwerste Box ever, seitdem ich überhaupt Lootboxen bekomme. Und nicht nur, dass sie schwer ist, sie ist auch nochmal extra eingeschweißt. Das habe ich auch vorher noch nie gehabt. Und ja, ich bin sehr gespannt, warum das so ist. Den Spoiler-Aufkleber, den, ignoriere ich mal ganz elegant. Das habe ich bis jetzt ja nicht so oft geschafft, aber die letzten zwei Male ging das. Ich weiß ja mittlerweile, dass da dieser Spoiler-Aufkleber drauf ist. So. Und tschüss. Und jetzt wollen wir mal schauen, was hier Schönes in dieser wirklich ultraschweren Box drinne ist. Ich bin echt sehr gespannt. Und los geht's. So. Heute springt mich mal wieder zuerst das T-Shirt an. Ein schwarzes T-Shirt. Was haben wir denn hier? Hier haben wir auf jeden Fall in einer 8-Bit-Grafik NES-Controller. Wow, you're playing with power. Now you are playing with power, nicht wow. So, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ein schönes NES-Retro-Shirt. Das sieht doch auf jeden Fall richtig klasse aus. Passt zur Mini-NES, die ich ja auch habe. Auf jeden Fall eine coole Sache, ein schönes Shirt. So, jetzt wollen wir doch mal schauen. Jetzt gucken wir mal, ich sehe nämlich schon das schwere Item, oder was die Box so schwer macht, das ist ein, oh, was ist denn das? Ein wow. Okay. Ich zeig's mal erstmal so. Diablo Book of Cain. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da bin ich ja jetzt mehr sehr, ich bin ja nicht so ein Diablo-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach so, das ist hier. Was ist denn das? Wow. Okay. Das ist ein, ja, ein Artbook, oder es ist auf jeden Fall ein, ich würde jetzt mal sagen, ein Diablo-Buch mit ein paar Hintergründen vom Spiel. Ist natürlich logischerweise alles auf Englisch, da die Box ja, wie ihr wisst, aus Amerika bzw. Kanada kommt. Ja, das war also das schwere Item, was die Box so mega schwer gemacht hat. Dann wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Hier ist ultra viel Werbung ist hier auch immer drin, ne? Und die Spoiler-Card, die wollte ich jetzt noch nicht sehen, habe ich auch nicht wirklich. So, dann haben wir hier, das ist eine coole Sache, ein Master Infuser, und zwar ist das für Tee. Ihr könnt das hier hinten ganz schön sehen. Das könnt ihr, da könnt ihr dann Tee reinpacken und dann könnt ihr das in die Tasse stecken. Ich guck mir das jetzt mal gerade an, pack das mal aus. Sieht ja sehr cool aus. Aus Silikon. Das kann man dann so, pfup, kann man das aufmachen. Dann kommt hier der Tee rein. Und dann kann man das in die Tasse packen. Das finde ich ein sehr lustiges Item. Ich persönlich trinke jetzt keinen Tee. Meine Frau trinkt Tee. Wenn sie es haben will, kann sie das gerne haben. Ansonsten packe ich das irgendwie ins Regal, weil das sieht auf jeden Fall auch so ziemlich witzig aus. Also ein Master Infuser Schwert
für Tee. Lustige Idee. Da gibt es ja unzählige Sachen von, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wo man dann so Tee reinpacken kann und das in die Tasse tut. Müsst ihr mal bei Google schauen. Da gibt es sehr, sehr lustige Dinge. So, als nächstes haben wir hier ein Pac-Man-Schlüsselband. Sehr stylisch. Das sieht richtig schick aus. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt erkennen. Pac-Man Schlüsselband. Das ist mir persönlich definitiv zu schade für den wirklichen Gebrauch. Das wird irgendwo in einer Retro-Ecke landen. Ich habe da, glaube ich, auch schon eine Idee. So, jetzt haben wir hier etwas wieder mal auch Nerdblock-Exklusives. Wie auch übrigens hier dieser Master Infuser, also dieses T-Schwert, das war auch Nerdblock exklusiv. So, Call of Duty Infinite Warfare. Das erste Call of Duty, was ich nicht spiele, was ich mir nicht gekauft habe. Da bin ich ja jetzt mal trotzdem gespannt, was da drin ist. Ja, geil. Top. Auch für Leute, die das Game nicht spielen, absolut eine schöne Sache. Pack das mal gerade aus. Das sind nämlich Schnapsgläser mit sehr coolen Motiven. Ich zeige euch die mal hier. Also Schnapsgläser kann man ja sowieso immer gebrauchen, finde ich persönlich. Und die sehen natürlich, also die sehen ja wirklich klasse aus, muss ich sagen. Call of Duty Infinite Warfare Schnapsgläser. Toll. Das finde ich gut. Also auf jeden Fall super Sache. So. Und dann war es das auch schon wieder. Hier mit dieser Box. Und ja, dann schauen wir jetzt erstmal hier nochmal auf die Spoilerkarte. Also, wir haben das Ugly Christmas NES T-Shirt, was bei mir irgendwie ein bisschen anders aussieht als auf der Spoilerkarte. Da muss ich doch jetzt noch mal genau schauen. Nee, sieht es nicht. Mein Gott, jetzt erkenne ich das auch erst richtig. Hier mit diesem mit diesem NES-Zapper, also diese Knarre und diesen Power Gloves. Handschuhen. Mein Gott. Okay, auf jeden Fall ist das, wie gesagt, dieses ja, NES-T-Shirt. Dann, wie gerade gesehen, haben wir hier die Call of Duty Warfare Shot Glasses. Loot Crate exklusiv, sehr cool. Wie auch das Master Sword Tea Infuser. Und den Pac-Man, das Pac-Man Schlüsselband. Ja. So. Und dann kommen wir mal zu meinem Highlight. Ach, ich hab. Huch, jetzt habe ich das Buch total unterschlagen. Also nochmal Diablo 3 Book of Chain. Ich würde dieses Buch, denke ich mal, ja. Verkaufen, verlosen, ich weiß es noch nicht. Ich selber werde das definitiv nicht behalten. Das wird auf jeden Fall den Besitzer wechseln, weil ich kann mir vorstellen, dass da draußen ein paar Diablo 3-Fans sind, die damit definitiv mehr anfangen können wie ich. Auch wenn es wirklich sehr schön ist und sehr hochwertig. Ich gucke mal, was damit passiert. Behalten werde ich es jedenfalls definitiv nicht. So viel kann ich schon mal verraten. So. Das war's. Jetzt schauen wir mal. Ein kleiner Spoiler für die nächste Box. Mit Items von Assassin's Creed. Mal wieder Mega Man. Und Legend of Zelda. Ein exklusives Item von Nerdblock. Ja, schön, schön. Habe ich jetzt schon gesagt, was mein Highlight war? Glaub nicht, ne?
Also mein Highlight ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall, boah, Packung fällt schon auseinander, die Call of Duty Schnapsgläser, weil die finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und ja, das Schwert und der Schlüsselanhänger sind alles sehr schön. Schöne Sachen. T-Shirt ist auch schön. Aber mein Highlight sind diesmal diese Schnapsgläser von Call of Duty Infinite Warfare. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit dem Nerdblock November Unboxing hier auf dem Kanal mit mir, mit eurem Bernie 81. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was euer Highlight aus dieser Box ist und ob ihr eventuell Interesse an dem Buch habt. Ja, wer weiß, vielleicht gehört es ja dann auch bald schon euch. Schauen wir mal. Ich bin mal gespannt, wer das so alles haben möchte. Ja, und ansonsten, ihr kennt das Spielchen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, damit würde ich sagen, bin ich raus. Danke fürs Zuschauen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao, euer Bernie 81. Tschüss.